Hallo Taschenmesser-Freundinnen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns ein Polforce Mark V Tactical an. Dieses Modell gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Jetzt im Auslaufprogramm. Die letzten jeweils 300 Stück von jedem Modell sind jetzt auf den Markt gekommen und danach wird das Modell Mark V aus dem Programm genommen. Leider würde ich mal sagen, das ist wirklich eins der coolen Modelle. Von der Größe die Mittelklasse. Es gibt ja die Nummer kleiner und noch die großen Alphas, die richtig Nummer groß. Aber die Klasse hier zwischendrin finde ich eigentlich perfekt von Größe, Gewicht, Preis, Leistung. Genau die goldene Mitte. Das ist das Mark V Tactical. Erkennt man an den olivfarbenen, gegroovt, gefrästen G10 Griffschalen. Dann gibt es noch das Mark V Desert. Das hat braune Griffschalen und das Mark V Survival mit schwarzen Griffschalen. Das ist schön oliv, das ist so gute alte NATO-Oliv, militärisch grün. Und mal was anderes als immer nur schwarz. Sieht richtig cool aus. Wie gesagt, es gibt 300 Modelle. Nochmal davon, das ist hier die Nummer 171 von 300. Wie alle Polforce Modelle werden die auch mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Und dabei ist auch immer diese schöne gepolsterte Pouch. Was schön ist, man kann die auch in einem kleinen Schlösschen hier verschließen. Lanyard kommt noch original mit eins dazu und Aufkleber, was halt so immer ein bisschen zum Polforce Kit dazugehört. Es ist ein recht großes Messer. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 22,5 cm, ist somit also auch für große Hände geeignet. Ja, Polforce Messer, da gibt es eigentlich nur schwarz oder weiß, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Wenn man sie mag und auf dieses Design steht, dann wird man natürlich auch mit diesem Modell vollends bedient. Was mir halt wirklich immer extrem gut gefällt, ist die Handlage, die ein Polforce Messer einfach mitbringt. Das ist einfach super. Egal, ob du ein kleines, ein mittleres oder ein großes in die Hand nimmst, ein Polforce Messer liegt immer wie angegossen. Durch diese zwei Rampen, hier für zwei Finger, hier für zwei, man hat immer schön die Daumenauflage. Das letzte Viertel des Messers knickt noch schön ab, passt sich also wunderbar in der Handfläche an. Und ich bin kein Freund von Fingerchoils, weil meistens sind die zu klein gehalten und wirken eher wie überdimensionierte Schleifkerben. Bei Polforce sind sie aber wenigstens so groß, dass dann auch wirklich ein Finger reinpasst, ohne dass man schon auf der Klinge sitzt. Und dann kann man diese mit der zweiten Fingermulde hier vorne an der Klinge auch wunderbar im Foregrip für ganz feine Arbeiten verwenden. Aber hier natürlich immer aufpassen, denn hier unten beginnt eine höllisch scharfe Klinge. Von daher immer die perfekte Handlage, egal im Foregrip oder im normalen oder Reverse oder wie auch immer, was auch schön ist. Diese Modelle haben einen gehärteten Glasbrecher. Wenn man dann hier die Klinge nach innen nimmt, liegt das Messer wieder perfekt in der Hand und durch diesen Knick hier am Schluss hat man im richtigen Winkel den Glasbrecher, um zum Beispiel, na, wie für die Rettungskräfte, eine verunfallte, bewusstlose Person aus einem Fahrzeug zu befreien. Das ist das Modell mit Backlock. Sehr robust, stabil ausgeführt alles. Da kommt jetzt aber wahrscheinlich gleich wieder jemand mit einem Spinehawk-Test ums Eck, wobei sich mir der Sinn von diesem Test nicht ganz erschließt, denn bei einer Klinge kommt die Kraftwirkung eigentlich immer aus zwei Richtungen, entweder von vorne oder von unten. Ich habe mir jetzt noch kein Szenario überlegt, wo ich mit dem Klingenrücken durch irgendwas durchbetonen wollte. Aber gut, sei es drum. Wir haben hier wirklich massive Bauweise. Produziert wird das übrigens, man sieht es hier hinten drin, vielleicht, ich brauche vielleicht noch mal ein bisschen Licht. Ja, Taschenlampermann von, kann man es jetzt erkennen, Line Steel, genau, in Manjago. Und ja, da weiß man dann schon, das ist sehr gute Qualität. Und da wurde nicht an Material gespart. Wir haben eine 4 mm starke Klinge aus Neolux-Stahl. Man sieht, hier oben haben wir eine kleine Schraube. Da ist noch in der Tasche mit dabei ein Klingenheber, den man da dran schrauben kann. Dann wird das Messer zum Einhandmesser. Serienmäßig kommt es mit demontiertem Klingenheber. Neolux-Stahl, schön fein gestrahlt, also auch unempfindlich gegenüber Kratzer.
Wir haben hier nur den Stahl vom Merkdezent und hier drüben das Logo. Da vielleicht, ja, hätte man im Durchmesser vielleicht auch 2 mm kleiner machen können, dann hätte es vielleicht hier oben auch noch auf die gerade Fläche hier oben gepasst, wie in den Neoloks. Aber ja, kann man mit leben. Ist auf der Klinge. Hier oben hätte es mir besser gefallen, aber was soll's. Massive Schlitzschrauben kann man da nehmen. Da kannst du das Ding auch mal mit einem Cent, 2 oder 5 oder wahrscheinlich auch 10 Cent Stück aufschrauben oder wieder festziehen oder nachziehen oder mit einem Victorinox Taschenmesser mit einem großen Schraubendreher. Also hier keine Spezialwerkzeuge benötigt, um das Ding mal nachzustellen. Sollte es wie auch immer nach extremer Benutzung draußen irgendwie Spiel bekommen, kann man ja einfach mal geschwind mit allem Möglichen nachziehen. 4 mm Klinge habe ich erwähnt, aber das geht auch weiter. An den Platinen wird auch nicht gespart. Die Platinen wurden mit 1,3 mm Stahl gefertigt und war natürlich hier wunderbar perfekt gerundet. Also die sind nicht einfach nur Kanten gebrochen, sondern die Platinen sind richtig gerundet. Das liegt super gut an. Ich hatte schon Messer, die hatten hier innen so scharfe, rechtwinklige Kanten, die waren fast so scharf wie die Klinge. Das finde ich einfach schön. Schön gerundete Platine. Handlage super. Die Grooves verleihen einen 1A Grip. Und ja, das Chimping hätte für meinen Geschmack fast nur ein Touch aggressiver sein können. Aber klasse Handlage. Clip Deep Carry. Das Messer verschwindet total in der Hosentasche. Da sieht man nur noch minimal den Glasbrecher oben aus der Hosentasche raus schon. Es ist ein großes Messer. Wie gesagt, wir haben hier die 95 mm Klinge. Das ist kein kleiner Gentleman Folder. Das ist schon ein grobes, großes Werkzeug. Deshalb auch ein Gewicht von 160 Gramm. Aber in der Hosentasche geklippt mit dem großen Griff. Das passt sich nachher eigentlich ganz gut in der Tasche an und ist nicht zu schwer. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, es zieht einem die Hose runter. Ist okay. Kann man prima noch damit leben in der Hosentasche. Backlock ist leicht zu entriegeln und das Messer läuft auch sauber und geschmeidig beim Öffnen und Schließen. Hält auch hier Bombe. Man hat kein Spiel. Backlocks, finde ich, haben immer so den Vorteil, da drückt halt permanent die Feder auf die Klinge. Dadurch hat man da nie so, dass das Messer zu leicht aufgehen würde wie bei einem Linerlock. Und man braucht da eigentlich schon immer ohne Klingenheber schön 2 Hände dazu. Preis von der Mark 5 Serie, ja, das ist kein Low-Budget-Folder. Wir sind hier bei 279 Euro. Aber ich finde, das ist für die gebotene Marke und Qualität und Lieferumfang gerechtfertigt. Wenn man mal schaut, preislich momentan liegt ein kleines Small Sebenza bei 380 Euro. Und wir können auch schon 700 Euro für Taschenmesser Made in China ausgeben. Ne? Da muss ich sagen, sind dann 280 Euro für ein Polforce Made by Line Steel. Kein Preis, über den man sich aufregen müsste. Cooles Teil. Trage ich momentan als EDC. Was Großes. Wieder mal, denn ich habe ja immer noch so ein kleines Victorinox dabei. Das ergänzt sich wunderbar. Hier mal noch zum Größenvergleich haben wir ebenfalls von Line Steel ein gefertigtes Collector Knives mit den Daily Customs Griffschalen. Da sieht man mal, ja, überlegt, das hier ist immer noch ein Vierfingergriff. Aber da ist dann das Polforce Mic 5 Tactical. Ja, noch eine andere Hausnummer. Ne? Das ist schon so Richtung Panzerfolder gehen die Teile. Okay, da sind dann die Alpha-Modelle, die wirklich großen. Das sind die echten Panzerfolder. Ja, aber das ist schon ganz ordentlicher Brummer. Aber trotzdem einwandfreie Handlage. Und Hölle scharf. Ich habe da letztens beim Umzug in der Firma haben wir stockwerkweise Mitarbeiter und Arbeitsplätze umgezogen. Da wurden damit unzählige massive Kabel, Binder, Drähte und was weiß ich was alles damit gecuttet. Und ja, das ist halt, du setzt das an durch die Größe, das Gewicht, die Masse, die da kommt. Du musst es gar nicht schneiden. Du bist einfach irgendwo zwischen die Kabel rein. Schneide Richtung Kabelbinder, nicht Richtung Kabel. Dann hast du einfach nur gedrückt. Fertig. Da zieht es dann den Kabelbinder, wenn er noch so massiv war, ein bisschen auf der Klinge auf. Das war genug Schnittfläche, um auch die massivsten Kabelbinder, die ganze Büsche, armdicke
Kabelansammlungen zusammenhielten, einfach, ne, wie wenn du durch eine Schnur gehst. Knack, und die Dinger waren durch. Da musst du nicht irgendwie säbeln, sondern reindrücken. Die schiebt hier auf die Kurve hoch und die Dinger waren durch. Also klasse. Ich musste auch letztens habe ich hier Listerklemmen zurecht stutzen müssen. Ihr wisst ja, die sind immer verbunden mit so zwei massiven Kunststoffstegen. Ne? Setzt du einfach an, einmal hinten drauf kritik, zack, durch. Nächste, zack, durch. Also selbst massiver Kunststoff, also die Listerklemmen, ne, die kannst du gerade so cutten wie Marshmallows.